Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie viele von euch sicherlich mitbekommen haben, war ich letzte Woche auf dem Mobile World Congress in Barcelona unterwegs, auf dem ich Videos gemacht habe zu den neuen Flaggschiffgeräten von HTC und Samsung, dem HTC One M9 und dem Samsung Galaxy S6 und dem Samsung Galaxy S6 Edge. Aber neben diesen ganzen neuen Flaggschiffen gab es natürlich auch noch eine ganze Menge weitere interessante Produkte auf dem Mobile World Congress zu sehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich in diesem Video hier mal einfach die Top 10 der Produkte zusammenfasse, die ich so gesehen habe. Also viel Spaß! Platz Nummer 10, das LG G-Flex 2. Wer im Januar 2015 schon die CES in Las Vegas verfolgt hat, der hat sicherlich schon vom LG G-Flex 2 gehört, denn das ist das neue gebogene Smartphone aus dem Hause LG. Und dieses Ding war eben auch auf dem Mobile World Congress, wo ich es dann das erste Mal in echt sehen konnte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Gerät gefällt mir wirklich ziemlich gut, weil es erstens viel besser aussieht in echt als auf den ganzen Bildern. Gerade diese rote Farbe kommt einfach richtig gut rüber. Und zweitens, weil dieses Gerät einfach in jeglicher Hinsicht eine Verbesserung zu seinem Vorgänger darstellt. Wir haben ein schöneres, besseres Design, 5,5 Zoll ist eine viel bessere Displaygröße dafür, allgemein das Displaypanel wurde besser gemacht, die Kamera wurde besser gemacht, der Prozessor wurde schneller gemacht, ich meine, da steckt ein Snapdragon 810 drin und grundsätzlich bin ich erstmal vom LG G-Flex 2 recht angetan und ich bin schon gespannt, was dieses Gerät noch so reißen wird. Platz Nummer 9, Cypher. Cypher ist eine Firma, von der viele von euch sicherlich noch nie was gehört haben. Das macht aber nichts, denn ihr Produkt ist trotzdem cool, denn was sie entwickelt haben, ist eine softwarebasierte Noise-Canceling-Technik, mit der es möglich sein soll, bis zu 99% der Hintergrundgeräusche beim Telefonieren herauszurechnen. Wie das Ganze funktioniert, ist einfach relativ simpel aufgebaut. Anstatt zu versuchen, die Hintergrundgeräusche zu erkennen, um die dann rauszurechnen, versucht Cypher, die Gesprächsteile einer Aufnahme zu erkennen, um die dann rauszurechnen. Und das Ganze funktioniert wirklich unfassbar gut. Ich durfte das auf der Messe ausprobieren und es war einfach wirklich beeindruckend, wenn man an einem lauten Platz telefoniert mit jemand anderen und trotzdem die ganzen Hintergrundgeräusche einfach nicht hört. Und ich bin schon sehr, sehr excited. Ich freue mich schon sehr, sehr drauf, wenn dieses Ding rauskommt. Und es soll gar nicht mal so lange dauern, denn Cypher ist aktuell im Gespräch mit vielen großen Smartphone-Herstellern, damit dieses Jahr noch die ersten Smartphones mit dieser Technologie auf den Markt kommen können. Platz Nummer 8, das Sony Xperia Z4 Tablet. Auf der IFA 2014 hat Sony ja schon mit dem Sony Xperia Z3 Compact Tablet, was ein Name, ein relativ dünnes und leichtes Tablet vorgestellt, das aber relativ klein war. Und auf dem Mobile World Congress kam jetzt eben auch ein großer Bruder dazu mit dem Z4 Tablet. Das ist auch von den Spezifikationen her nicht irgendwie was krass Besonderes, sondern halt eben ein standardmäßiges High-End Android Tablet mit einem ziemlich guten Bildschirm. Was mich persönlich aber relativ heftig geflasht hat, ist, wie unfassbar dünn und leicht dieses Ding ist. Wenn man es mal mit dem iPad Air 2 vergleicht, ist es zwar gleich dünn mit 6,1 mm, aber dadurch, dass es über 50 Gramm leichter ist nochmal, dadurch, dass Plastik verwendet wurde, fühlt sich dieses Ding einfach richtig, richtig leicht an in der Hand. Man nimmt das Ding so hoch und denkt so, wow, habe ich überhaupt was in der Hand? Und es ist wirklich ein beeindruckendes Gefühl, hat mich wirklich geflasht und wenn man ein Android-Tablet sucht, ist es vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Wahl. Platz Nummer 7, die SanDisk 200 GB MicroSD-Karte. MicroSD-Speicherkarten sind ja schon so ein Phänomen für sich. Ich meine, dass man mittlerweile so viel Speicherplatz auf so wenig physikalischen Platz für so wenig Geld bekommt, das ist schon ganz schön beeindruckend. Aber SanDisk hat auf dem Mobile World Congress dieser ganzen Sache nochmal einen draufgesetzt. Denn die haben eine MicroSD-Speicherkarte entwickelt, die 200 GB hat. Und als ich das erste Mal davon gehört habe, habe ich mir gedacht, so okay, 200 GB, was ist das schon? Aber als ich diese Karte dann in meiner Hand gehalten habe und gesehen habe, wie unfassbar klein die ist, hat es mich wirklich nochmal richtig geflasht und fasziniert, denn mein MacBook von 2009, das ich damals gekauft habe, ist zum Beispiel nur mit einer 160 GB Platte ausgeliefert worden und mittlerweile kann man 200 GB haben auf so wenig Platz. Das ist einfach krass. Funktionieren soll die Karte übrigens mit jedem Gerät, das SDXC MicroSD-Karten unterstützt, also auch den meisten aktuellen Smartphones. Das einzige Problem, was es aktuell noch gibt, ist, naja, sie ist ziemlich teuer, also hoffe ich mal, dass der Preis demnächst noch fällt. Platz Nummer 6, Oral-B.
Viele von euch denken sich jetzt sicherlich, Moment mal, beim Mobile World Congress geht es doch um Technik und Oral-B ist doch ein Zahnbürstenhersteller, oder? Und das ist auch ganz genau das, was ich gedacht habe, als mich mein Kumpel Alex auf den Stand von Oral-B gezerrt hat. Aber was wir dort sehen konnten, war wirklich cool, denn Oral-B hat eine Zahnbürste entwickelt, die mit einer App zusammenarbeiten kann und Oral-B hat ein SDK entwickelt, damit andere App-Entwickler Apps für diese Zahnbürste schreiben können. Und damit ist wirklich eine Menge cooler Scheiß möglich. Wir haben zum Beispiel eine Demo gesehen von einem Display-Spiegel, den man sich zum Beispiel in sein Bad hängen könnte, bei dem eine Zahnputzgeschichte für das zahnbürstende Kind erzählt wird, damit das Kind motiviert wird, richtig seine Zähne zu putzen. Und wenn das Kind dann richtig seine Zähne geputzt hat, dann bekommt es noch eine Push-Benachrichtigung auf sein iPad, damit es noch eine gute Nachtgeschichte lesen kann. Und das war einfach wirklich was, wo ich mir gedacht habe, okay, the Internet of Things ist wirklich real und es gibt wirklich coole Dinge, die man damit machen kann. Und Oral-B hat mich da wirklich begeistert. Platz Nummer 5, Sun Partner. Sun Partner ist eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat, Solarpanels zu entwickeln. Aber nicht nur irgendwelche Solarpanels, sondern super, super dünne Solarpanels, die auch noch durchsichtig sind, so dass man sie auf Smartphone-Displays draufschrauben kann. Und das gibt einem die Möglichkeit, ein Handy per Solar aufzuladen, ohne dass man das Handy irgendwie mit nervigen Solarpanels bestücken muss. Die Möglichkeiten von dieser Technik sind auch wirklich heftig. Ich meine, stellt euch das mal vor, ihr lauft draußen in der Sonne mit eurem Smartphone rum und benutzt es gerade und währenddessen lädt das Gerät auf, sodass ihr quasi unendlich viel Akkulaufzeit habt oder ihr habt irgendwo euer Ladekabel vergessen und wollt trotzdem euer Smartphone aufladen. Zack, ihr legt es einfach unter eine Lampe und das Gerät wird geladen. Das sind alles Möglichkeiten, die richtig cool sind. Das einzige Problem, was es aktuell noch gibt, ist, dass die Technik noch nicht so effizient ist. Das heißt, 10 Minuten aufladen bringen euch vielleicht 2 Minuten telefonieren und das ist jetzt nicht wirklich so viel, aber ich sehe eine riesengroße Zukunft für diese Technik. Platz Nummer 4, die Huawei Watch. Eine der größten Überraschungen gab es von Huawei, denn die haben nicht neue Smartphones, sondern eine ganze Menge neue Wearables vorgestellt. Darunter zum Beispiel auch die Huawei Watch, was meiner Meinung nach eine der interessantesten Android Wear Smartwatches bisher ist. Warum? Ganz einfach, sie sieht erstens richtig gut aus und ist zweitens aus super hochwertigen Materialien wie Stahl, Gold und zum Beispiel auch Saphirglas gefertigt und ist einfach auch wirklich vom Design her sehr ansprechend, weil die zum Beispiel auch ein rundes Display hat, das relativ hoch aufgelöst ist, das aber keine Displayränder und auch keinen schwarzen Balken wie bei der Moto 360 hat. Und ich bin wirklich sehr gespannt auf diese Uhr. Das einzige Problem ist, sie kommt erst in einem halben Jahr raus und sie wird wahrscheinlich um die 1000 Euro kosten. Platz Nummer 3, Project Ara. Ich durfte Googles modulares Smartphone, das Project Ara, in echt sehen. Okay, um ganz ehrlich zu sein, es war die Firma Jazz, die nur Module für Project Ara bauen wird. Und um ganz ehrlich zu sein, es war auch nur ein Dummy aus nicht funktionalen Teilen. Aber dafür konnten mir die Mitarbeiter von Jazz wirklich eine ganze Menge interessante Fragen beantworten zum aktuellen Status von Project Ara und zu den Möglichkeiten und Freiheiten, die man als Hersteller von Project Ara Modulen haben wird. Zudem habe ich wirklich noch eine Menge darüber erfahren dürfen, wie Project Ara dann tatsächlich im Endeffekt im Real Life funktionieren soll. So soll man zum Beispiel alle Module zu jeder Zeit austauschen können, auch wenn das Handy ausgeschaltet ist. Und ja, auch den Prozessor und auch den Akku. Und das hat mich wirklich richtig vom Hocker gehauen, denn die Teile kommunizieren irgendwie über ein gemeinsames Framework miteinander, so dass es absolut nichts ausmacht, wenn mal kurz der Strom oder der Prozessor weg ist. Und es war wirklich cool. So cool es aber auch war, mal mit Leuten zu sprechen, die bei Project Ara mitarbeiten und so schön es auch war, diesen Dummy mal selber in der Hand halten zu können. Ich bin ehrlich gesagt immer noch ein bisschen skeptisch, ob das finale Produkt vom Preis und von der Leistung her dann im Endeffekt tatsächlich mit den anderen Smartphones auf dem Markt mithalten kann, aber es ist ein sehr spannendes Produkt und ich freue mich auf mehr. Platz Nummer 2, StoreDot. Von all den Firmen, die ich auf dem Mobile World Congress besuchen durfte, war StoreDot wirklich die mit dem am Abstand kleinsten Stand und ich verstehe gar nicht wieso, weil ihr Produkt ist absolut genial, denn StoreDot hat eine neue Art von Akku entwickelt, die unfassbar schnell aufladbar ist. Und ich meine wirklich schnell. Die haben einen 1000 mAh Akku, der innerhalb von einer Minute von 0 auf 100% geht und einen 2800 mAh Akku, der innerhalb von 5 Minuten von 0 auf 100%
10% geht. Es war einfach unfassbar krass zu sehen, wie schnell die Prozentanzeige von den Smartphones, die sie da auf dem Messestand geladen haben, hochgeklettert ist. Und ich kann es bis heute noch nicht fassen, aber die Technik ist real. Sie ist in der letzten Entwicklungsphase, soll übrigens auch geeignet sein für elektrische Autos, was auch nochmal eine coole Sache ist. Aber ich freue mich einfach unfassbar stark drauf. Aktuell ist es eigentlich so, dass StoreDot nur den Umbau von Samsung Galaxy S5 Geräten anbietet, aber der Zukunftsplan von der Firma ist, mit allen großen Smartphone-Herstellern zusammenzuarbeiten, dass ihr zum Beispiel auch euer iPhone beim Kauf schon mit einer StoreDot-Batterie auswählen könnt. Platz Nummer 1, Samsung Gear VR. Schon letztes Jahr hat ja Samsung mit Oculus zusammengearbeitet, um für ihr Galaxy Note 4 Smartphone eine Virtual Reality Headset Brille zu bauen, die eben zusammen mit dem Smartphone funktioniert, um Virtual Reality günstiger anbieten zu können. Aber mittlerweile hat Samsung natürlich ein neues Handy auf dem Markt, und zwar das Galaxy S6, und für dieses neue Handy gibt es natürlich auch eine neue Version von der Gear VR. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe beide Versionen ausprobieren dürfen, sowohl die vom Note 4 als auch jetzt die neue fürs S6, und ich muss ganz ehrlich sagen, die neue Version funktioniert wirklich nochmal eine ganze Ecke besser. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber die neue Version hat sich einfach um einiges leichter angefühlt, sie saß um einiges besser auf dem Kopf und sie sah auch im virtuellen Raum dann um einiges besser aus. Sie hat einen irgendwie ein bisschen mehr in die virtuelle Realität mit reingezogen. Das Tracking hat unfassbar gut funktioniert und ich bin einfach von dem Ding wirklich begeistert, und ich glaube, wenn ich mir ein S6 kaufe, würde ich mir auch eine Gear VR holen. Das war's dann jetzt aber mit meinen persönlichen Top 10 Highlights vom Mobile World Congress 2015, und an dieser Stelle interessiert mich einfach mal, was ihr so von den Highlights haltet, die ich jetzt hier in diesem Video vorgestellt habe. Was ist euer Favorit? Was findet ihr am coolsten oder haltet ihr alles für Blödsinn? Schreibt's einfach mal unten in die Kommentare, ich bin gespannt. Wenn das aber noch nicht genügend Mobile World Congress Goodness für euch war, dann schaut mal unten in der Videobeschreibung vorbei, denn dort habe ich euch nicht nur zwei ausführliche Videos von meinem Kollegen Alex verlinkt, wo er nochmal die Produkte von StoreDot und Cypher genauer beleuchtet, sondern auch meinen Zweitkanal, auf dem ich den kompletten Mobile World Congress Trip mit Daily Vlogs versorgt habe. Also schaut doch mal vorbei, falls euch das interessiert. Ansonsten bedanke ich mich jetzt nochmal recht herzlich bei sparhandy.de, die diesen Mobile World Congress Trip für mich möglich gemacht haben, und natürlich auch bei euch fürs sehr freundliche Zusehen. Über Feedback unten in den Kommentaren und via Like-Button freue ich mich natürlich wie immer sehr, und dann würde ich sagen, ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!